In der Hitparade der Hülsenfrüchte ist eine Hülsenfrucht ganz vorne an der Spitze. Jene, die die steirische Käferbohne forciert. Was ist eigentlich eine Käferbohne? Eine Käferbohne ist ein nahrhaftes, wohlschmeckendes Gemüse. Das, was viel Eiweiß hat. Und wie soll ich jetzt dazu sagen? Sehr beliebt ist in den Buschenschenken als Käferbohnensalat und in der Gastronomie überall eigentlich. Es ist ein typisches Herbst-Winter-Gemüse. Also das wird vorwiegend im Herbst-Winter konsumiert. Jetzt gibt es grün, das sind am allerbesten, da braucht man es nicht vorweichen und kann man es gleich kochen. Und ja, ein echter Steirer braucht einen Käferbohnen. Können Sie uns kurz schildern, Sie bereiten jetzt ein Gericht, welches auch immer, und da kommt Ihnen die Käferbohne unter. Was würden Sie denn da machen? Welchen Salat oder was sonst? Ja, Käferbohnen, ein Salat macht. Wir machen dann zum Beispiel mit Essig, Öl, Kernöl, Zwiebel. Und das wird dann, wenn man einen gemischten Salat macht, dann gibt man halt ein bisschen eine Käferbohnen dazu zum gemischten Salat oder sonst nur einen reinen Käferbohnensalat. Aber was das Problem ist bei den Käferbohnen, ist das, dass manche durch dem, dass es blähend ist, nicht so gut vertragen. Und dann gibt es das Bohnenkraut, was mitgekocht wird bei den Käferbohnen. Und dadurch kann man das auch ein bisschen umgehen, damit man das leichter vertragt. Und diese Käferbohne, das gibt es ja schon lange. Aber immer verstärkter, von Jahr zu Jahr, fällt mir auf, dass immer mehr wird. Ja, das ist ein bisschen eine teuflische Geschichte. Nicht alle Käferbohnen kommen aus der Steiermark oder aus Österreich. Es kommen auch sehr viele aus China. Es gibt die Käferbohne eigentlich übersee genauso. Und dadurch ist sie natürlich stärker am Markt und in die Supermärkte überall angeboten. Aber die rein steirische Käferbohne ist, ja, ist schwierig zum Ernten und zum Kultivieren. Man braucht entweder den Mais als Stützpflanze, wo auf den Mais raufwächst, da geht es ein bisschen leichter, oder sonst eben Hecken, und da muss man relativ einen großen Arbeitsaufwand machen, damit man die produzieren kann. Dann wünschen wir Ihnen Mahlzeit. Danke. Ja. Sie als Produzent müssen ja wissen, was gut ist. Ja, also gut, sage ich immer, ist alles. Man muss alles gemischt essen, es ist alles gut richtig zubereitet, schmeckt alles bestens. Mit den schönsten Bildern und in den höchsten Tönen wird diese Region hier immer wieder erwähnt, und die Touristiker verwenden diese Slogans auch immer. Aber es gibt da und dort auch Ereignisse, kann man nicht sagen, aber Themen, die wenige berühren, aber einschneidend sind. Es geht um den Schwerverkehr. Da hat die Frau Bürgermeister von Krieglach einmal aufgezeigt und gesagt, ja, so geht das nicht weiter. Ja, es war ein besonderes Ereignis in den letzten Jahren, insbesondere in den Wintermonaten, wo verstärkt die Feuerwehren an uns herangetreten sind, dass sie immer wieder Probleme haben am Alpel mit Schwerkraftfahrzeugen, die einfach hängen bleiben, die den ganzen Verkehr dann behindern. Es ist ja leider so, dass der Verkehr über das Alpel kein Ziel- und Quellverkehr ist, sondern dass da wirklich jeder fahren darf. Und es hat sich einfach gezeigt, dass der normale LKW, dass der LKW-Zug in der Regel keine Probleme hat, aber sehr wohl die Sattelfahrzeuge. Und es hat jetzt eine Initiative auch seitens des Landes gegeben, dass in Zukunft eben in den Wintermonaten für die Sattelfahrzeuge die Überquerung des Alpels gesperrt werden soll. Und diese Überquerung, die hat natürlich für die Wirtschaft, sprich die Frechter, schon einen Vorteil. Ist es ausschlaggebend, dass man um ein paar Kilometer weiter fährt und damit die Umwelt weniger belastet? Ich habe da seitens der Wirtschaft direkt eigentlich keine Rückmeldungen gehört, weil eigentlich bei uns die Frechter meistens mit LKW oder LKW mit Anhänger unterwegs sind, insbesondere die Holzwegen und die Zulieferer und auch die übers Alpel fahren.
das bleibt ja aufrecht, also das wird ja nicht verboten, sondern rein nur die Sattelaufleger. Und da ist es einfach so, dass dort die Gewichtsverteilung eine andere ist, die meistens auch nicht mit Allrad ausgerüstet sind und dadurch eigentlich, es betrifft relativ wenige. Und ich glaube, wenn man das gegenseitig aufwiegt, sind einfach die Vorteile mehr, weil man merkt ja, es ist ein enormer Pendelverkehr übers Alpel, also sehr viele, die praktisch vom Feistritz da übers Alpel fahren und da im Mürztal arbeiten. Und wenn dann hängen gebliebene Sattelkraftfahrzeuge sind, dann sind auch die in ihrer Arbeitserreichbarkeit für ihren Betrieb behindert. Und deshalb glaube ich, dass das vertretbar ist, diese Sperre in den Wintermonaten für die Sattelkraftfahrzeuge. Frau Bürgermeister, eine Vorzeigegemeinde, Kriglach, Schule, Kultur, Sport, alles gibt es hier. Was fehlt Ihnen denn noch in Ihrer Liste? Wenn wir schon das Alpel angesprochen haben, jetzt im Zusammenhang mit dem Verkehr, dann wissen wir ganz genau, dass das Alpel, Peter Roseckers Waldheimat, auch der Tourismus einen hohen Stellenwert bei unserer Gemeinde hat. Und wenn man sich momentan seit Jahren die Situation am Alpel anschaut, dann tut es auch einer Gemeinde weh, muss ich sagen, die Tourismusbetriebe, die da oben zugesperrt haben. Also wenn man langfristig schaut, dann wäre es einfach auch für die Gemeinde, sage ich, ein Lichtblick, wenn sie da wieder was tun würde, nachdem ja oben direkt das Geburtshaus ist, die Waldschule sie befindet. Da muss ich sagen, dann wäre es halt ein Riesengewinn auch für die Gemeinde, wenn es auch wieder da attraktive Tourismusbetriebe geben würde. Gibt es Bestrebungen, das Roseckerjahr, wie man es im Vorjahr nannte, auch fortleben zu lassen? Es gibt wirklich von den Vereinen, von den Gemeinden intensiv Bemühungen, dass man sagt, nicht nur alle 5 Jahre zu den Jubiläumsjahren werden Veranstaltungen durchgeführt, sondern dass jährlich einige, sage ich einmal, besondere Ereignisse und Veranstaltungen gibt, um einfach Rosecker lebendig zu erhalten. Insbesondere gibt es Bemühungen in Zusammenarbeit mit den Schulen, dass einfach die Kinder und Jugendlichen wieder zu uns kommen, weil dann merkt man, dann kommen sie auch als Eltern, als Erwachsene wieder zu uns. Also der Schwerpunkt ist einfach, Peter Rosecker wieder in die Schule zu bringen. Jetzt weiß man, dass zum Beispiel ein steirischer Autor, der Franz Breitler, ein Buch geschrieben hat für jene, die wenig Zeit haben, sozusagen Rosecker für Eilige. Ja, der Franz Breitler ist ja unserem langjährigen Roseckerbund-Obmann Hans Reischl gefolgt und in seiner Funktion auch als Obmann des Roseckerbundes ist ihm ein besonderes Anliegen, auch Peter Rosecker praktisch lesbar zu machen. Also da gibt es für die Vorstandsmitglieder alle wirklich sehr intensive Bemühungen von Franz Breitler angefangen, über die Irene Pfleger, über den Jakob Hiller, der was wirklich jetzt Zugang machen mit neuen Büchern zum Thema Peter Rosecker und da sind wir eigentlich sehr dankbar über diese Initiativen.